Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter Nights. Und ich habe jetzt keine Antwort bekommen, wen ich von den drei nehmen soll. Also Bodyguard Glenkel, Tommy Grinser Untergeigen oder eben Linu Lanaral. Aber ich habe mal mich mal dran erinnert, Bodyguard und Tommy kriegen ihre Quest-Items jeweils im Bettlerviertel. Linu nicht, die kriegt's auch im Schwarzseeviertel. Und deshalb machen wir jetzt erstmal Linu. Also bitte, ich habe euch doch gesagt, dass ich eurer Katze nicht auf den Schwanz treten wollte. Sie rannte direkt vor. Oh, das seid ihr ja gar nicht. Ja, ich mag die Stimme nicht von ihr. Ach du meine Güte, wie peinlich. Warum muss das ausgerechnet immer mir passieren? Wer seid ihr? Bevor ich euch etwas über mich erzähle, möchte ich euch zunächst eine Frage stellen, wenn es euch nichts ausmacht. Nur zu. Ihr gehört nicht zufällig zu diesem dreckigen, hinterhältigen und verlausten Diebesgesindel? Nein? Nein, tue ich nicht. Warum fragt ihr? Mit solchen überaus ärgerlichen, verachtenswerten Dieben hatte ich bisher nur Probleme seit der Zeit als... Aber das ist jetzt nicht wichtig. Ich will mich nur kurz vorstellen. In Ordnung. Mein Name ist Linu Lanaral und ich bin eine ergebene Priesterin von Sehanine Mondbogen. Ich möchte Abenteuer erleben und biete daher meine Dienste als Heilerin an. Von Sehanine Mondbogen habe ich noch nie gehört. Ihr möget die Göttin vielleicht nicht kennen, aber ich weiß, dass ihr ein Mann des Glaubens seid. Sehanine ist die Elfengöttin der Mystik, der Reisen, der Träume, des Todes und anderer Domänen. Sie schützt ihre Anhänger und schickt uns zuweilen Träume oder Visionen, um uns zu führen. Als ich in diese Stadt kam, glaubte ich, ich könnte die Pest mit Hilfe Sehanines Macht zurückdrängen. Doch leider ist es mir nicht gelungen, ein Heilmittel zu finden. Ich arbeitete lange und harte Stunden im Tempel des Tyr, um die Leiden der Kranken zu lindern. Nachdem ich mehrere Tage und Nächte durchgearbeitet hatte, brach ich zusammen. Als ich versuchte, mich aufzurichten, verlor ich das Bewusstsein. Aha, und was geschah dann? Nun, ich stürzte nach vorn und fiel in eine gläserne Statue mit dem Symbol des Tier. Eine der Platten flog quer durch den Raum und zerbrach auf recht spektakuläre Weise über den Kopf des Hohepriesters. Über den Unfall war der Priester derart erschrocken, dass er sich erst einmal hinsetzen musste, unglücklicherweise genau in eine große Glasscherbe. Aber ich glaube, dass die Wunde recht schnell verheilt sein muss, nachdem sie ihn erst einmal ausgezogen und ihm die Scherbe rausgezogen haben. Ich selbst blieb unverletzt, aber die anderen Priester schienen darüber auch nicht weiter besorgt zu sein. Sie forderten mich auf, doch bitteschön woanders Verwundete zu fliegen. Als ob das alles mein Fehler gewesen wäre. Ja. Das ist so ein Gimmick von Linu. Im Grunde... Die Frau ist noch ungeschickter als Jar Jar Binks. Und in dem Fall muss ich auch mal ehrlich sagen, nein, Neverwinter Nights war diesmal nicht seiner Zeit voraus. Jar Jar Binks kam es vorher. Dennoch muss ich sagen, Linu ist ein deutlich besserer Charakter als Jar Jar Binks. Was man eigentlich schon daran bemerkt, dass Jar Jars Rolle mit jedem Film weiter runtergedreht wurde. Ich meine, im ersten war er eigentlich der Grund dafür, dass Chief Palpatine Kanzler wurde und somit
Grunde hat er die Klonkriege möglich gemacht. Im zweiten hat er nur so ein, zwei Sätze, darf mal Hallo sagen. Und ich glaube, im dritten hat der keinen einzigen Satz. Man sieht ihn mal kurz im Hintergrund, aber das war's. Über Linu kann ich das nicht sagen. Sie ist auch noch im dritten Kapitel von Bedeutung. Ja. Also, das hätte jeden passieren können. Seid ihr wirklich so ungeschickt? Das hat mir noch gefehlt. Eine Klerikerin, die alle Nase lang ins Stolpern gerät und alles umreißt, was nicht nied- und nagelfest ist. Ja. Aber zu ihrer Verteidigung, sie ist immer noch nützlicher als so eine High Priest-Göttin. Ich war nicht wirklich ungeschickt, ich war einfach müde. Meine Schwierigkeiten haben nichts mit mangelnder Geschicklichkeit zu tun, sondern vielmehr mit schlechtem Timing. Aber keine Bange, ich kann gut kämpfen und bin eine exzellente Heilerin. Der Punkt stimmt. Also, klar ist sie die beste Heilerin unter den Gefolgsleuten, sie ist eine Klerikerin, aber nicht umsonst gibt es halt viele, die sagen, entweder Linu oder Sharwin, einfach weil deren Fähigkeiten die meiste Bandbreite haben. Fallen kann man meistens umgehen oder sie machen eh nicht so viel Schaden. Schlösser öffnen kann Sharwin ebenfalls. Und wenn man darauf verzichtet, dann nimmt man eben Linu mit, die eben einen heilen kann. Tommy wird halt nicht so gerne benutzt, weil als Schurke kann er kaum Unterstützung leisten. Und ja, er ist besser beim Schlösserknacken und kann Fallen entschärfen, aber das ist es nicht so wert. Und die anderen drei Männer, naja, Dallin und sag schon. Und Grimmigbeißer sind halt beides reine Kämpfer. Wenn man selber aber schon eine kämpferisch ganz gute Klasse spielt und mal abgesehen vielleicht vom Baden oder dem Schurken, trifft das eigentlich auf alle zu, dann braucht man die beiden nicht. Und Bodinok Glinkle ist im Grunde dasselbe, nur eben als Magier. Nur, der ist halt immer so ein Risiko, ne? Weil, was für Magie die KI jetzt gerade einsetzt, weiß man halt nicht. Das kann man bei Linu und Sharwin deutlich besser kalkulieren, weil die beiden haben halt vornehmlich Unterstützungszauber und Linu halt noch Heilzauber und das, da kann man dann schon mehr mitmachen, mehr manipulieren. Ja, trotzdem, man muss ja allerdings sagen, es geht im Grunde bei allen nur um Bequemlichkeit. Also man kann mit jedem der sechs Gefolgsleute das Spiel komplett durchspielen, ohne größere Probleme. Ich habe es ja bei meinem ersten Playthrough auch zuerst mit mit Tommy gemacht und den dann nach dem ersten Kapitel sitzen lassen und den Rest nur noch mit Dallin gemacht. Und das ging alles. Und ich habe damals ein Barbar gespielt, also naja. Jeden Tag half ich den Pestopfern im armen Viertel von Schwarzsee. Der Satz macht irgendwie keinen Sinn. Es gibt kein armen Viertel in Schwarzsee. Es gibt das Bettlerviertel. Und das ist aber auf der anderen Seite der Stadt von Schwarzsee. Also, die liegen dort einfach auf der Straße und die Anwohner und Wachen schauen einfach weg.
Ah, das ist doch gut. Warum seid ihr also hier? Naja, ich nicht mehr. Das letzte Mal, als ich dort war, ist schon ein paar Tage her. Ich wollte gerade eine alte, kranke Frau von der Straße helfen, als sich ein paar Schläge an mich heranmachten. Sie griffen euch an, während ihr den Pestopfern geholfen habt? Klingt wie irgendwie typisch für euer Glück. Naja, ich bin wohl kaum die Einzige, die man überfallen hat. Punkt für sie. Die Leute sind schrecklich entmutigt, denn sie fürchten alle, sich mit dem heulenden Tod zu infizieren. Die Moral bleibt ja schon mal auf der Strecke. In ihrer Verzweiflung werden sie zu Dieben oder Schlimmeren. Ich will wieder zurück und helfen, aber was kann ich tun? Tja, und da dachte ich mir, wenn ich noch ein wenig Erfahrung sammeln und vielleicht noch etwas Gold hinzuverdienen könnte, dann könnte ich vielleicht etwas ausrichten. Ja, was wisst ihr sonst noch über das Schwarzseeviertel? Gar nichts, weil sie war ja nicht im Schwarzseeviertel, sie war im Armenviertel. Ach so, nee, Moment, sie meint das Niemandsland. Ah, oh, sorry. Einige der reichen Adligen haben exotische Tiere gesammelt und einen Zoo aufgemacht. Ja, ja. Bla bla bla. Genau. Hier wird einem nochmal, falls man Nyata nicht überreden kann, Linu erzählt einem von dem ganzen Schlamassel mit dem Zoo. Und ja, das haben wir ja aber schon gemacht, also. Also, wir arbeiten für Fürstin Aribev. Ja, ja. Mein Lebensziel ist es, so wenig Schmerzen wie möglich zu erleiden. Aber manchmal geht es doch nur ums nackte Überleben. Dafür braucht er eine erfahrene Heilerin. Ja, sie ist quasi das genaue Gegenteil von Grimmig Beißer. Ich will so wenig Schmerzen wie möglich. Grimmig Beißer. Schmerzen, geil. 150 möchte sie nur. Wir geben dir 100. Damit ist der Brüschel aber auch gut bezahlt. Ah. Danke. Wir haben Linus Geschenk erhalten. Ach, genau. Eine einfache Blume, die Linu euch gegeben hat, als sie sich euch anschloss. Ja. Eine neutral gute Klerikerin. 36 TP. Und benutzt ein Streitgold plus 1. Wie man sieht. Konstitution gesteigert, Angriffswert, Schaden erhöht, Zauberimmunität. Ziemlicher Standardkram eigentlich, aber ja. Und ihre Weisheit ist höher als meine. Aber okay, ich habe dafür halt einen ziemlich ausgeglichenen Charakter. Ach, sie hat auch Doppelschlag. Ja, Stärke 13, heftiger Angriff. Domänenkräfte Heilung und ich glaube, sie hat auch noch. Mädel, du kannst 2 Domänenkräfte haben. Ah, hallo. Was kann ich nun für euch tun? Ja, steigt mal eine Stufe auf. Ja. Ändert nicht wirklich was doch. Sie hat ein bisschen mehr Rüstung. Sie hat mehr TP. Ihre Konstitution ist halt nicht gut, ne? Aber ja. Oh, sie hat jetzt auch noch ihre Weisheit gesteigert. Schön. Und ja. Ah, hallo. Was? So. Ihre Geschichte machen wir anderes Mal. Ich habe ja jetzt letzte Folge die Geschichten von Dallen und Dings gemacht. Grimmig Beißer. Und
Wir schlagen uns jetzt durchs Bettlerviertel durch und wenn wir da fertig sind, dann kümmern wir uns um die Geschichten von Bodyknock Linkel und Tommy. Ja, Tommy Grinser Untergalgen. Ja. Ich will ins Bettlerviertel. So, lass mal kurz überlegen. Ja. Oh, wir können einen. Held hören, Held sehen? Ach so, ja. Krankheit kurieren. Krankheit kurieren wäre, glaube ich, wirklich eine Idee. Oder, nee, komm. Ich bin dankbar für jede Kleinigkeit. Noch einmal gleißendes Licht. Nochmal kurz ausruhen. Macht sich ja jetzt durchaus noch bezahlt. Und ja, man sieht schon, es dauert jetzt ein bisschen länger. Aber, ja. Torwächter Hauptmann Erkus. So. Hier ist die Niewinter Akademie im Nordosten. Dann ist hier im Südosten die Werkstatt Thomas Wagner, der Helmtempel und die schimmernde Schlange. Ja, ganz im Osten quasi ein verbarrikadiertes Haus, ganz im Norden ein Lagerhaus sowie der große Friedhof. Beziehungsweise der Eingang zum großen Friedhof. Im Nordwesten ist ein seltsames Gebäude. Im Westen ist noch ein sind zwei verbarrikadierte Häuser. So. Okay. Hallo. Seid mir gegrüßt. Seid wohl hier, um euch den Legionen der Verdammten anzuschließen. Was? Das Bettlerviertel ist wohl momentan sowas wie eine Unterabteilung der Höllen hier auf Ferun. Die Zombies sind überall. Wenn ihr unbedingt patrouillieren wollt, nur zu. Aber passt auf euch auf. Es sind schon genug Leute gestorben. Ja, wie schlimm sieht's aus? Es ist ziemlich übel. So übel, dass ich nicht bereit bin, noch weitere Wächter in einen sinnlosen Krieg zu opfern. Lasst die Untoten nur rumwandern. Wir nehmen sie von den befestigten Stellungen wie diesem Tor hier unter Beschuss. Solange wir uns hier fabrikatiert halten, wird uns schon nichts passieren. Doch warum sind die Idioten nur auf die Idee gekommen, die Leichen dort zu verbrennen, dass der Wind uns den ganzen Gestank hertreibt? Ach, warum die Toten in Aufruhr geraten sind, ist mir auch rätselhaft. Ihr habt einen Wächter verliehen? Um wen hat es sich da gehandelt? Ein vielversprechender junger Wachsoldat namens Walters. Ein Bursche, der hier im Bettlerviertel aufgewachsen ist. Eine Schande, er hat hart gearbeitet. Er hat sich hochgearbeitet und ist auch keiner Straßenbande beigetreten, so wie die meisten seiner Freunde. Und jetzt ist er vermutlich von einem Zombie getötet worden. Ja, wo habt ihr ihn zuletzt gesehen? Er war auf einer Patrouille unterwegs. Er hat hier wohl alte Freunde im Viertel. Normalerweise patrouilliert er im Nordosten des Viertels. Selbst ohne die Zombies treffen sich dort zwielichtige Burschen herum. Ja. Gibt es irgendwo sichere Orte? Gibt einige, aber das hängt wohl davon ab, was für euch als sicher zählt. Ja. Wem würdet ihr vertrauen? Was ist der sicherste Ort? Da solltet ihr euch wohl am besten an Haben Asche und Schmied wenden. Der kennt sich hier im Viertel aus, hält sich vermutlich in der schimmernden Schlange auf. Die Schenke ist noch der sicherste Ort im Viertel.
Ja. Bla bla bla. Ja. So, ansonsten. Nee. Leb wohl. Wir haben so ziemlich die wichtigsten Infos. Keine Ahnung, warum man nichts über den Tempel des Helms sagt, der auch hier ist, aber. So. So, die sind nur noch leicht. Und. Ja. Jede Menge Zombies und schwache Zombies halt hier. Und, ihr seht schon, was das Problem ist. Die sind so lahm. Ja. Wir wollten echt sicher gehen, dass der Kerl tot ist, ne? So. Habt Dank, dass ihr mich gerettet habt. Das war nicht unbedingt der beste Ort, wo du hin konntest. Aber naja. Und ja, dieses... Das hier ist halt ein Spaziergang mit einem gut gelevelten Kleriker. Noch ein wenig höher levelig und... Also ich würde sagen... Entweder man hat mehr Charisma als mein Charakter oder noch ein Level höher. Die Göttin soll euch holen. Schlag zu! Greift an! Ja. Ah. Die schlimmsten Pfeile überhaupt. Vampirpfeile. Achso. Ich möchte eure Taktik ändern. Bleibt nah bei mir. Und versucht mir nicht bei verschlossenen Truhen zu helfen. So. Den Rest kann erstmal so bleiben. Trankwissen. Ah, nice. Also der Grund, warum ich das über den Paladin sage, der Paladin kann ebenfalls Untote vertreiben, aber das ist nicht ganz so stark wie das Untote vertreiben des Klerikers. Daher braucht er entweder ein höheres Charisma oder halt einen höheren Level. Aber generell mit den beiden Klassen, mit einer der beiden Klassen, ist das hier ein absolutes Kinderspiel. Oh. Oh, Schleuderkugeln. Hallo. Was sollt ihr? Ich will keinen Streit. Bitte tut mir nichts. Ja, ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Ich brauche Informationen über das Bettlerviertel. Ja. Gibt es sichere Orte? Bla bla bla, Schenke zur Schimmern.
und Schrein der Hermiten. Ja, was ist mit der Schenke? Ich gehe nicht oft dahin, kann es mir bla. Okay. Der hat einfach so gar keine Infos. Geht zugrunde, wie es euch gebührt! Ja, wir lassen dich in Frieden. So. Es gibt übrigens noch einen Alternativweg, wie man dieses, wie man hier durch kann. Und zwar kann man, als Schurke oder wegen mir auch als, als Waldläufer versuchen, sich hier durchzuschleichen. Als Magier im Grunde auch mit, genug Siriels Bäckerei. Mit genug Unsichtbarkeitszaubern. Keine Ahnung, was... Ja. Autsch. So. Oh, hier findet man den Feenstaub, okay. Ja, bei Cyril dem Bäcker. Und der hat ein Sauerteigrezept. In dem Pergament wird erklärt, wie man Blattbrot zubereitet und welche Zutaten dazu benötigt werden. Diese Delikatesse wird nur in Niewinter gereicht. Ja, und das braucht man für Bodyknock Glinkel, der sucht nämlich danach. So, lasst uns mal kurz wieder ausruhen, damit wir wieder Untote vertreiben parat haben. Und ja, also, was ich jetzt sagen wollte, genau. Wenn man es schafft, sich hier durchzuschleichen, durch echte Unmengen an Gegnern, dann... Ach komm. Die Erde soll euch verschlingen. Dich hau ich auch so um. So. Ja, danke, dass du alles gesegnet hast, außer mich. So. Genau. Dann kann man beim Drahtzieher dieser ganzen untoten Plage. Kann man dessen Altar zerstören. Und wenn man den Altar zerstört, dann sterben alle Untoten auf im gesamten Niewinter. Oder? Nee, zumindest alle. Ah, sehr schön. Alle im Bettlerviertel. So. Und da ist ein Bürger. So, helft mir doch. Ja, ja. Wow. Ja. Der große Friedhof. Markus, mein alter Freund.
Der Mann vor euch scheint von der untoten Horde, deren Überreste jetzt rund um ihn verstreut liegen, überwältigt worden zu sein. Seine zahlreichen schweren Wunden deuten darauf hin, dass er sich erbittert gewehrt hat, bevor er seine Angreifer erlag. Seine rote Robe wurde ihm praktisch vom Körper gefetzt. Erstaunlicherweise scheint sie im relativ guten Zustand zu sein. Oh. Markus Penholds Tagebuch. Einem jungen Mager. Sein Leben verlief recht ereignislos, doch sein letzter Eintrag ist offenbar prophetischer, als es der Autor je erträumt hätte. Vor der Pest habe ich mich mit den anderen zusammen ängstlich versteckt. Diese jämmerlichen Zombies aber jagen mir keine große Angst ein. Mein Bruder wartet am Schrein, den die Helmiten im Bettlerviertel unterhalten, aber ich werde mich ihm nicht anschließen. Endlich gibt es etwas Reales, das es zu bekämpfen gilt. Ja. Eine verlorene Seele. Ich meine, seinen Bruder finden wir wirklich im Schrein der Helmiten. Und der hätte uns halt den Auftrag gegeben. Hier, such meinen Bruder, wo immer du ihn findest. Ah, okay. Hier. Ah. So. Ja. Also das ist ja eigentlich der Eingang zum großen Friedhof, aber der ist momentan verbarrikadiert. Hm, Frostbolzen, nice. Und... Hm. Blitzbolzen und Gold. Ich grüße euch. Ja. Gern geschehen. Die Erde soll euch verschlingen. So. Ja. Solltet ihr Magier spielen? Hier ist das Magierlabor für die Aufnahmequest von Eltora Subtyl. Ich meine, hey, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich es ja auch schnell zeigen. Und ja, wir klären jetzt erstmal alles hier draußen und gehen in die besondereren Gebäude noch nicht. Stab der negativen Energie und noch eine funkelnde Halskette. Nicht nett. Das hier... ja, doch, da. Aber die Truhe habe ich noch nicht. Die Truhe ebenfalls. Könntet ihr nicht einfach... Ey, noch Toten sein, ihr Toten und Toten. Ach, was soll's? Wir können neue Möbel kaufen, Liebling. Lichtrobe. Für schöner Leuchten. Ernsthaft, kein Effekt außer schöner Leuchten. Könntet ihr nicht einfach noch toter sein, ihr Toten und Toten. Ach, was soll's? Wir können neue Möbel kaufen, Liebling. Ja. Ein Halbling starrt euch anklagend an. Offenbar vertraut er niemanden. Die resolute und praktisch... Weg, ihr untotes Pack. Und sollen wir wirklich für diese Möbel sterben? Sie sind von deiner Mutter und riechen komisch. Ja, komm, reden wir noch schnell mit Aldo und Matilli. Passt bloß auf. Egal, wie tot ihr seid. Ich mach euch noch toter bei meiner Seele. Hey, nicht so heftig. Ich bin nicht euer Feind. Huch,
Tote machen's Maul nicht auf, also werdet ihr wohl in Ordnung sein, schätze ich. Nicht schon gut, aber muss man schon vorsichtig sein. Habt keinen großen Burschen namens Hector gesehen, oder? Ich habe ihn geschickt, Ersatzteile für den Karren zu suchen. Und ich will verdammt sein, aber er ist einfach verschwunden. Tut mir leid, ich habe ihn nicht gesehen. Verflixt und zugenäht. Tut mir einen Gefallen. Wenn ihr ihn seht, sagt ihm, er soll diese Waffenteile hierher schaffen. Wagenteile. Und zwar im Laufschritt. Ja, wenn ich sie sehe, sag ich ihm viel Glück. Glück, dass ich nicht lache. Ich steck mit einem kaputten Wagen und einer schreienden Frau in einer Stadt voller Zombies fest. Auf jeden Fall danke. Ja. Seid gegrüßt. Schön, dass hier draußen noch jemand am Leben ist. Ich würde zwar lieber an einem sicheren Ort mit euch plaudern, aber immerhin. Ja, wenn mein Gemahl es endlich verdammt nochmal von hier herausbekommen würde, wäre es natürlich noch viel netter. Ja, was macht ihr hier? Mathilde, mein Name, was ich hier draußen mache? Gute Frage. Was sollt ihr unsere Karre fragen? Fangt nicht wieder an, Frau. Ich tue hier mein Bestes. Erspart es euch, Aldo. Ich habe es jetzt wirklich satt, mitten in der Straße, in der es nur so vor Zombies wimmelt, auf ein Wagenrad zu warten. Ihr solltet nicht hierbleiben. Ich könnte euch an einen sichereren Ort eskortieren. Ihr müsst euch keine Sorgen um uns machen. Aldo wird schon davon sorgen, dass uns nichts passiert. Er ist ein guter Mann. Er hängt zwar ein wenig zu sehr an diesem Karren, aber er ist ein guter Mann. Mir liegt mehr daran, Hector zu finden. Aldo hat ihn weggeschickt. Ja. Habt ihr etwas Gefährlicheres hier in der Gegend gesehen? Abgesehen von Legion von Untoten, einem Gemahl, dem sein Karren wichtiger ist als seine Familie und einer Pest, die fast schon apokalyptisch Ausmaß angenommen hat? Ja. Nee, nix. Echt. Ich hatte gut genug Zeit damit zu tun, am Leben zu bleiben. Ja, leb wohl. Guten Tag. Wobei man sich mal fragen darf, was ist das denn bitte für ein Karren? Wie wollen die beiden den bewegt haben? Aber naja, das ist, ja. Damit wir den jetzt nicht die ganze Zeit im Ohr haben. Bam! So. Ich würde sagen, ich ruhe mich jetzt aus. Ihr solltet das gleiche tun. Und Gruß, Zynos-Fan.